Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen heute wieder eine bemerkenswerte Persönlichkeit, einen Cancer Survivor, vorstellen zu dürfen. Er ist 51 Jahre alt, lebt in Berlin, ist ein israelischer Künstler und erkrankte 2004 an einem bösartigen Magentumor. Die Krankheit, so sagt er, habe ihm eine ganz besondere Lebenskraft verliehen. Durch die Erfahrung eines so extremen Zustandes fühlt er sich weiser und bereichert. Seine Erlebnisse und Schlussfolgerungen möchte er gerne mit anderen teilen und uns erzählen. Heute hat er nicht wie sonst üblich am Mischpult im Studio Platz genommen, sondern auf unserem roten Survivor Chair. Herzlich willkommen, Arik Hajut. Arik, erzähl uns doch bitte deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Ich wohne in Berlin seit 1997. Ich war als Musiker tätig, habe Musik für moderne Tanz und Theater komponiert und live ausgeführt. Habe in einem Band Schlagzeug gespielt. Ja, das Leben war einfach normal. Arik, wie kam es zur Diagnose Magenkrebs? In diesem Zeitpunkt hatte ich Schluckbeschwerden. Die kamen einfach vor. Ich wusste nicht, was das war. Komisches Gefühl. Ich musste zur Hochzeit meiner Schwester nach Tel Aviv fahren. So dachte ich mir, ich werde es dort untersuchen lassen. Ich bin bei einem israelischen Arzt einen Termin gehabt. Nicht so lange danach kamen die schlechten Nachrichten. Der Arzt hat mir natürlich angeboten oder gefragt, ob ich möchte das am Telefon hören. Mir war einfach wichtig, sofort die Sache zu wissen. Und da hat er einfach gesagt, es ist nicht gut. Konntest du mit deiner Familie, mit Freunden oder auch mit Bandkollegen als Musiker darüber sprechen? Ich konnte mit Leuten darüber sprechen, aber tatsächlich habe ich das doch allein durchgegangen. Mein Vater starb, als ich 7 war. Meine Mutter starb an Krebs, an Lungenkrebs, 2 Jahre vor meiner Erkrankung. Von daher bin ich sehr auf mich selbst gestellt. Ich bin sehr gerne unabhängig. Welche Bilder, Arik, tauchen auf, wenn man solch eine Diagnose erhält? Da lagen genau 10 Tage zwischen Befund und Operation. Das heißt, ich wusste nicht länger als 10 Tage, dass in mir ein bösartiger Tumor wächst. Die Nacht vor der Operation saß ich auf dem Balkon und ich habe geweint und habe mir gedacht, wie ich mein altes Leben zurückhaben will. Ist man denn nicht in einer solchen Situation dem Leben, weil der Tod auf einmal so ein Bestandteil ist, nicht viel, viel näher? Während der Krankheit meiner Mutter habe ich mir schon damals gedacht, dass der Tod erwärmt das Leben, das macht das Leben spürbar, stärker. Aber das habe ich als Zeuge erlebt. Wenn es kam zu meinem möglichen Tod, habe ich damit einfach versucht zu konfrontieren. Ich musste mich wirklich mit dem Tod konfrontieren. Falls er kommt, da bin ich vorbereitet. Wenn nicht, na, was für eine schöne Überraschung. Dann kam der Moment, dass der Tumor entfernt wurde, dass du operiert wurdest? Der Tumor war schon in einem vorgeschrittenen Stadium. Von daher musste ein Halb von Speiseröhre bis zum 2/3 Magen entfernt werden. Welche Weiterbehandlung, Arik, ist dann erfolgt? Also am Anfang war ich sicher, dass es geht nur um eine Operation. Und nach der Operation ist die Sache erledigt. Und zu dieser Zeit auch kam mir die schlechte Nachricht, dass ich durch Chemotherapie und Bestrahlungen durchgehen muss, also das ganze Programm. Das war dir vorher nicht klar? Nein, gar nichts. Ich finde es gut. Hätte ich davor gewusst, dass das noch kommt, ich glaube, das würde meine Kraft beeinträchtigen. 2 Jahre davor, wie ich gesagt habe,
habe ich meine Mutter getreut in ihre letzten 6 Monaten. Und das war richtig hart. Also, das war richtig hart. Ich habe dieses Leiden gesehen und erlebt. Und ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Arik, wie lebst du heute mit deiner Erkrankung und mit der Situation, fast keinen Magen mehr zu haben? Die Nachfolgen der Behandlungen, die sind eigentlich die Erkrankung und die verkörpern in meinem Fall die Erkrankung. Es ist nicht so einfach, ohne Magen zu leben. Nach jedes Essen gibt es Füllegefühl, Verdauungsschwierigkeiten, Konzentration Schwierigkeiten. Ich kann mich nie wirklich klar machen, wie es ist. Na? Normale Sterblichen können das nicht mitbekommen. Es ist schwer nachzuvollziehen. Und ich frage jetzt ganz bewusst, was ist dein Lieblingsessen? Das ist doch ein heikles Thema, da mein Lieblingsessen war Hummus. Das ist so Kichererbsenpaste, ein israelisches oder arabisches Gericht. Aber das ist mir sehr schwer zu verdauen. Das heißt, du kannst nicht einfach zum Kühlschrank gehen und dir eine Speise aus dem Kühlschrank nehmen und die essen nach Herzenslust? Ich bin von Essen regiert. Ich kann nicht machen, was ich will. Ich kann nicht essen, was ich will und auch nicht, wann ich will. Das ist alles sehr geregelt, sehr routiniert. Ich esse zu genau gleichen Zeitpunkten. Das klingt fast nach einem Korsett. Ja, ich kann nicht machen, was ich will. Das geht nicht. Arik, trotz allem medizinischen Fortschritt, diese Einschränkung wird dich dein Leben lang begleiten? Ja, natürlich. Und ich musste damit auch leben lernen, also klarkommen. Wie geht deine Umwelt mit dieser Situation um? Also mein Freundschaftskreis, die spielen mit einfach. Ja? Die haben keine andere Chance. Arik, du sagst, die Krankheit hätte dir eine besondere Form von Lebenskraft verliehen, gegeben, geschenkt. Welche? Ja, ich musste einfach aktiv sein, also die volle Verantwortung nehmen. Das habe ich nicht so gern davor gemacht. Ich kann auch ins Depression fallen, aber kann ich mir das nicht leisten? Wir als Menschen bekommen nicht so oft eine zweite Chance. Alle diese Erkenntnisse sind neu und haben auch mein Leben zu einer gewissen Stelle verbessert. Das heißt, beidseitig. Ich fühle mich heute gezähmter, aber gezielter. Würdest du dich als sehr lebensbejahenden, lebenslustigen Menschen bezeichnen? Auf jeden Fall. Humor, Absurditäten sind sehr wichtige Bestandteile auch gerne meines Lebens. Ich bin eine. Ja, genau. Ja. Wie lebst du heute? Ich lebe von Tag zu Tag. Es gibt viele Sachen, an denen musste ich verzichten. Beruflich, ich kann nicht so viel unterwegs sein, wie ich davor war. Das heißt, ich konzentriere mich mehr auf Studioarbeit. Und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, zu lernen, das Gut an Sachen zu sehen und nicht das Schlecht. Also es geht um ja, positive Haltung. Es darf so wie ein Floskel klingen, ist aber halt eine wichtige Sache. Also es ist, wie betrachte ich meinen Zustand? Bin ich ein Armer, bin ich einfach ein armseliger Mensch, der hat sein Leben verloren? Teilweise. Gleichzeitig habe ich auch viel gewonnen. Das ist nicht der Win-Win oder Lose-Lose-Situation, die Konfrontation mit Krebserkrankungen und die Nebenwirkungen. Dann frage ich das mal ganz pragmatisch nach. Was hast du durch die Krebserkrankung gewonnen und was hast du verloren? Ja, harte Frage. Verloren habe ich meine Spontanität verloren. Das war eine wichtige Eigenschaft für mich. Ich liebte es, einfach schnell zu reagieren, alles sofort zu machen, ohne große Pläne. Ich hatte nie wirklich
Pläne gemacht, einfach so. Als Künstler hast du keine 5-Jahres-Pläne erstellt? 5 Jahre? Nein, gar nichts. Gar keine. Stichwort Studio. Lass uns ein bisschen mehr dazu erfahren. Mit was beschäftigst du dich? Heutzutage arbeite ich auf meine eigenen Projekte. Ich habe Schlagzeug gespielt, also ich spiele immer noch nicht so viel wie damals. Ich schreibe auch. Und du produzierst? Ja. Es ist eine Art Elektronik, industriell, so Dunkelpop. Was ist deine Definition eines Cancer Survivors? Die Tatsache, dass man sich mit der Sache in aktiver Art und Weise konfrontiert. Ja? Das Überleben jetzt ist vielleicht nicht was wichtig hier, sondern der Art und Weise, damit umzugehen. War es anfänglich für dich schwer, über die Krankheit zu sprechen? In meiner Erinnerung war noch die Haltung meiner Mutter. Sie wollte, dass niemand weiß davon. Und da habe ich gemerkt, dieses Schamgefühl. Ja? Ich habe Krebs. Soll ich dafür beschämen? Bin ich gescheitert? Meine Antwort war nein. Ich wollte das mit so vielen Menschen wie möglich mitzuteilen. Aus dem Grund, dass jegliche Hilfe, die ich bekommen konnte, war willkommen. Du bist erst vor kurzem Vater geworden. Welches Gefühl überkommt dich, wenn du von deiner kleinen Tochter erzählst? Ich bin eher der biologische Vater. Zwischen der Operation und der Chemo habe ich wegen Unfruchtbarkeit Möglichkeit, aus Vorsorge Sperma anfrieren lassen. Und dadurch ist auch dazu gekommen. Das ist interessant, weil ohne der Krebs eigentlich würde es wahrscheinlich nie dazu kommen, weil ich nie so Kinderwunsch gehabt hatte. Und wie ist das jetzt, wenn du die Kleine anschaust auf dem Foto? Es ist wahrscheinlich die allerbeste Entscheidung, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Wie lautet dein Lebensmotto? Zeit ist mein allerkostbarer Vermögenswert. Das ist mein Lebensmotto. Ist dein Leben so, wie es ist, jetzt, in Ordnung? In Ordnung wäre übertrieben, aber ich liebe mein Leben. Ich liebe mein Leben, wie es ist gerade. Es freut mich. Im medizinischen Sinne, giltst du als gesund und geheilt? Die 5-Jahre-Grenze habe ich schon vor mehr als 5 Jahren überschritten. Ob ich geheilt und gesund bin, das weiß ich wirklich nicht. Ich hoffe, kann nur hoffen, dass es kommt nie wieder. Und mit Gesundheit, ich lebe mit meinen Schwierigkeiten und das mache ich auch. Wir sind am Ende unseres Gespräches angelangt. Mir bleibt mich ganz herzlich bei dir, Arik, zu bedanken für diesen Einblick in dein doch sehr bewegtes Leben. Ich wünsche dir von Herzen das Allerbeste. Hab eine gute Zeit vor dir und viel Erfolg mit deinen spannenden Projekten. Das wünsche ich dir. Wir sehen uns wieder an der großen Bühne im Berliner Hauptbahnhof am 1. Juni 2016 beim 2. German Cancer Survivors Day. Und wenn Sie auch ein Cancer Survivor sind und uns Ihre Geschichte mitteilen möchten, würde uns dies sehr freuen. Auf der Homepage der Deutschen Krebsstiftung finden Sie alle Informationen hierzu. Tschüss und bis bald.